Gürtelmulle sind niedliche kleine Dinger mit einem schön geformten Rücken, die auf dem amerikanischen Kontinent leben. Sieh dir nur dieses kleine rosa Knäuel an. Sieht es nicht hinreißend aus? Seine Brüder und Schwestern, die anderen Gürteltiere, können bis zu 1,80 Meter lang werden, einschließlich des Schwanzes. Schau dir dieses Gürteltier an, das sich zu einem Ball formen kann, um sich zu schützen. Oder um uns zum Lachen zu bringen. Die Niedlichkeit hört hier allerdings auf, denn viele Gürteltiere haben Lepra, eine Krankheit, die sie so aussehen lässt. Der Bro hier ist 24 Jahre alt, sieht aber aus wie Gollum. Mit diesem Witz werde ich sicher in die Hölle kommen. Aber wir kommen zurück zu den Gürtelmullen, deren Panzer ultra flexibel wie Leder ist. Diese Gürteltiere graben Höhlen, um sich von äußeren Bedrohungen zu verstecken, denn wenn man so schön ist, vermeidet man es, von Ganoven gefressen zu werden, denn das wäre doch schade.